Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und ja, wundert euch nicht, wenn ich ein bisschen immer nach unten gucke. Ich habe hier das so gemacht, dass ich praktisch den Bildschirm hier vor mir habe, also auf dem iPad. Ich zeige euch das vielleicht mal schnell. Ja, so sieht es aus. Damit ich den Fokus besser hinkriege, weil der Autofokus von dieser Kamera ist so empfindlich und schnell, dass der ständig hin und her wechselt und es schaut natürlich total blöd aus und ich kriege es auch nicht raus, ob man es irgendwie rausmachen kann oder nicht. Und ja, jetzt versuche ich halt hier mit dem Bildschirm das immer ein bisschen zu machen und den Fokus zu machen und ja, ich hoffe es funktioniert und ja, schauen wir mal, ob es klappt. Und ja, es geht heute um die Shapebox, die ist bei mir eingetroffen und ja, das ist im Thumbnail schon gesehen. Das ist so eine ziemlich große Box hier und die ist auch ziemlich schwer, muss ich sagen. Und in dem, Karton waren hier noch Flyer dabei. Zweimal mein Müsli. Zweimal dieses Teilchen hier. Und das sind irgendwelche Tabletten. Erleichtere dir deinen Alltag mit Better Foods D3 und K2, die wertvollen Kombinationen aus dem Sonnenvitamin D3 und dem Vitamin K2 schenken dir mehr Leichtigkeit und unterstützen dein Wohlbefinden in allen Lebenslagen. Ja, das sieht so aus. Schauen wir mal, kriegen wir das hin? Ja, jetzt könnt ihr es, glaube ich, sehen, oder? Ja, also das sind hier zweimal so Tabletten, veganes Vitamin D3 und K2, MK-7 pflanzlichen Ursprungs. Also habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ich kann es nur leider hier auf meinem Display nicht ganz so gut sehen, weil das durch die Übertragung ein bisschen Qualität verliert. Aber wir schauen. Ich hoffe, es funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Aber jetzt kommen wir zu der Box hier und die ist diesmal hier ohne Sticker. So. Hier haben wir wieder einmal das Heftchen. Das lege ich erstmal auf die Seite und dann greife ich jetzt mal rein. Und als erstes haben wir hier von Sophia T. Ja, doch, Sophia Thiel. Silky Jasmin Body Spray. Das ist dieses hier. Ja, bin ich mal gespannt. Da ist auch Glitzer drin. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Also hier ist auch Glitzer mit dabei. Und es kommt ziemlich rausgeschossen. Ja, und riecht auf jeden Fall blumig. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob das so mein Duft ist. Ich lasse den jetzt mal dran und dann schauen wir einfach mal später, ob mir der Duft gefällt oder nicht. Dann greife ich wieder rein und alles ein bisschen staubig. Habe hier einmal ein Quick Cap. Das hatte ich schon mal in einer Glossybox, glaube ich, drin. Genau, das ist ein Quick Cap, das gute Gefühl, in Shape zu sein. Geschmack Cranberry, was soll der machen? Ja, welche? Okay, hier steht drauf, der wissenschaftlich formulierte Drink zum in Form kommen und in Form bleiben. Ja, das ist dieser hier. Genau. Und da müsst ihr theoretisch auch eine Flasche mit dabei sein. Ich gebe mich mal auf die Suche. Ja. Genau. Das ist diese Flasche dazu. Ja, es ist halt durch dieses Knödelzeug hier alles total staubig. Also das muss ich echt sagen, das nervt mich total an diesen Boxen, dass dieses geschredderte Zeug so staubig ist. Also lieber verzichten Sie auf dieses geschredderte Zeug und packen es einfach in normales Papier ein, wenn wirklich. Aber das, ja, das ist auf jeden Fall die Flasche. Da kommt stilles Wasser rein und das Ding drauf hebe ich mir jetzt mal auf. Werde ich irgendwann dann auf jeden Fall trinken.
dann machen wir weiter. Und wir haben hier einmal Abschminktücher von Balea. Das sind diese hier. Ja, wie gut, dass ich mir gestern erst welche gekauft habe. Hätte ich nicht machen brauchen. Aber okay. Also ich verwende Abschminktücher nicht unbedingt, um mich abzuschminken. Klar, wenn ich irgendwo in Urlaub oder auf Dienstreise bin, dann nehme ich die auch mal mit. Und es ist halt einfach unkomplizierter, es läuft nicht aus. Aber ich verwende die halt hauptsächlich, um Swatches wirklich zu entfernen. Und ja, dafür eignen sich die auch ganz gut und kann man immer brauchen. Ja, als nächstes haben wir hier von Sebamed ein Produkt drin. Und zwar ein Balsam-Deo Sensitiv. Das ist dieses hier. Ja. Ohne allem. Na, Fokus. So. Ja, es ist ohne Aluminiumsalze und ist medizinische Hautpflege. Sebamed ist eigentlich immer ganz gut. Ich lasse das jetzt nochmal zu, weil ich habe momentan Deos offen. Aber das werde ich auf jeden Fall auch verwenden, weil sowas kann man immer brauchen. Das nächste Produkt ist von Revoten Creme. Creme bei Bindegewebsschwäche mit Juvenity und Slim Excess für alle Hauttypen. Okay. Ja, das ist das Teilchen hier. Habe ich ehrlich gesagt noch nie irgendwo gesehen. Kenne ich überhaupt nicht. Sagt mir absolut nichts. Und ja. Hier ist auch ein Beipackzettel dabei. Ups. Liebe Verwenderin, Sie möchten so jung und vital aussehen, wie Sie sich fühlen, dann haben Sie mit dem Revoten-Creme genau die richtige Wahl getroffen. Denn mit Revoten-Creme haben Sie sich für eine innovative All-in-One-Creme entschieden, welche durch ihre einzigartigen Kombination von Aktivstoffen, Falten, Zellulite zugleich bekämpft. Mit ihrem Dreifacheffekt macht die apothekenexklusive Premium-Creme unterschiedliche Produkte für Dekolleté, Hals, Po oder Oberschenkel endlich überflüssig. Okay, also das ist das Teilchen hier. Ja, das ist, hört sich an nach einem Wunderprodukt und hört sich so an, als wäre es auf jeden Fall teuer. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was das Teilchen hier kosten soll. Ich würde sagen, wir schauen auch gleich mal nach, weil das interessiert mich jetzt wirklich. Schauen wir mal. Ja. Entschuldigung. Also, 175 ml sind hier drin, ist auf jeden Fall eine Originalgröße und kostet 41,99 €. Ja, schnapper ist es nicht. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren, weil hier steht ja drin, dass man es für Dekolleté, Po, Oberschenkel hernehmen kann und ja, werde ich testen. Und ihr werdet das irgendwann im Aufgebraucht-Video dann sehen. Das nächste Produkt ist von Kalosan Cremeschaum. Vital bei empfindlicher Haut am ganzen Körper mit Kamille, Mandelöl und Vitaminen. Das ist das Teilchen hier. Ich muss ehrlich sagen, Kalosan, ich habe es zwar schon mal irgendwo gesehen, aber so direkt sagen tut es mir jetzt eigentlich nichts. Hier ist drin, also hier steht drauf, Kalosan Vital pflegt empfindliche Haut am ganzen Körper mit Kamille und Vitaminen. Shea-Butter und Jojobaöl hinterlassen ein samtweiches Hautgefühl. Der angenehme Duft versprüht Wohlbefinden. Anwendung? Dose vor Gebrauch gut schütteln. Zur Entnahme Dose mit dem Sprühkopf nach unten halten. Okay. Ist auf jeden Fall ein schöner Schaum. Ja, lässt sich gut verteilen, riecht, ja, jetzt, ja, kräuterig würde ich sagen. Also das Kamille, das merkt man auf jeden Fall, dass es drin ist und ja, zieht auf jeden Fall schnell ein und also gefällt mir jetzt eigentlich gut von der Anwendung her. Ja, ist schnell eingezogen, finde ich super. Ja, machen wir weiter. Das nächste Produkt ist von Rotbäckchen. Und zwar ist es der Gute Start.
gut versorgt in den Tag mit C-Vitaminen und Calcium. Da ist drin roter Trauben, Apfel, Aronia, Holundersaft, Bananenmark, Heidelbeer und Brombeersaft, Calcium, Gluconat, Vitamin D3, Vitamin B1, B2, B6, B12, CE, Niacid, Pantothenat und Biotin. Ja, kann man auf jeden Fall trinken, also ich finde den nicht schlecht und wird auf jeden Fall die nächsten Tage vernichtet. Ja, dann kommen wir zu einem Duschgel und das muss ich echt sagen, ist von created by Michael, nein, bei Michael Kors wollte ich schon sagen. Bei Michalski, Leute. Michalski ist natürlich. Ich wollte irgendwie so auf einen Michael Kors Trip, keine Ahnung warum. Ist auf jeden Fall mal von Michalski und das ist der mit Kokoswasser, weißer Pfirsich, Timor, Pfeffer und Blaubeere. Und ja, ich habe das schon zweimal mittlerweile geleert und ich habe noch eins im Vorrat. Und jetzt habe ich noch mal eins hier und ja, das ist einfach ein richtig schöner, gute Laune Duschgel, Duft und finde ich richtig toll. Es hat wirklich eine schöne Aromadusche, also wie das beschreibt es wirklich, also es ist wirklich eine Aromadusche und es macht einfach so eine gute Laune und deswegen mag ich das sehr, sehr gerne. Und dieser Timor-Pfeffer, der hat halt so was Würziges und Frisches und der kommt halt richtig gut rüber und deswegen liebe ich das. Als nächstes, ja, Staub wieder, ne? Haben wir von Veleda Sun ein Edelweiß After Sun Lotion, kühlt und spendet Feuchtigkeit. Ja, das ist dieses Teilchen hier und ja, das passt doch optimal in die jetzige Jahreszeit. Ich werde mich gleich noch ein bisschen sonnenbaden gehen, weil ich bin käseweiß und ja, da werde ich das auf jeden Fall danach ausprobieren, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe momentan kein After Sun Produkt da. Bin ich gespannt. Beziehungsweise können wir eigentlich gleich mal ausprobieren, oder? Es riecht auf jeden Fall nach Kräuter. Also. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Und es hat einen richtig, ja, Kräuterduft, also wer so auf diesen Kräuterduft nicht steht, bei der Naturkosmetik, der wird mit dem Teilchen, glaube ich, keine Freude haben. Ah, es ist sehr angenehm. Also ich kann mir das richtig gut vorstellen, auch wenn man wirklich einen Sonnenbrand erwischt hat oder so, dass es richtig schön kühlt und vor allen Dingen auch pflegt. Also man hat so richtig schön so ein pflegendes Gefühl, finde ich richtig toll. Und zieht auch schnell ein. Also es ist jetzt nicht so, dass es total klebrig und schmierig ist, sondern es zieht wirklich schön ein. Ja, gefällt mir richtig gut. Cool. So. Das nächste Produkt ist hier ein, ja, was ist es denn? Food. Also das ist auf jeden Fall was zum Essen. Fresh Berry Geschmack. Und was ist denn hier drin? Laktosefreies Milchmischgetränk mit hohem Proteingehalt, Vitaminen, Mineralstoffen und Beerengeschmack. Ultra hochreizt mit Süßungsmitteln. Ist wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang haltbar, genau bis 10.12.19. Und hier ist drin eine fettarme Milch, also mit 1,5%. Wasser, Milcheiweiß, Maltodextrin, Mais, Kokosnusspulver, Sonnenblumenöl, Haferfaser, Rapsöl, Himbeerpüree, Reisstärke, Erdbeerpüree, Vitaminmix, Vitamin D3, K, C, B1, Niacid, Vitamin B6, Folsäure, Pantothensäure, Mineralstoffmix, Magnesium, Eisen, Zink, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, keine Ahnung, ob ich das jetzt wirklich richtig ausgesprochen habe, und Jod. Auf das Jod könnte man meiner Meinung nach verzichten, aber okay. Emulgator, ja, jetzt war meine Speicherkarte gerade voll. Ich weiß jetzt nicht genau, wo es hängen geblieben ist. Ich hoffe, ich habe euch das hier schon gezeigt. Auf jeden Fall ist es This is Food, ein, ja, Milchgetränk. Ja, wie gesagt, was ich nicht so cool finde, ist, dass hier Jod drin ist. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt mitgekriegt habt. Ich
weiß nicht, ob ich es euch schon erzählt habe oder nicht. Ich habe ja Hashimoto, also heißt, das ist eine Form der Schilddrüsenerkrankung, wo sich praktisch die Schilddrüse mehr oder weniger auflöst. Und Jod heißt das Ganze immer so ein bisschen an. Also ich achte da schon drauf, dass ich weniger Produkte mit Jod zu mir nehme. Da es jetzt hier ziemlich weit unten aufgeführt ist, ist jetzt hier wahrscheinlich auch nicht ganz so viel drin. Deswegen, das geht schon mal. Aber wie gesagt, auf Jod in Lebensmitteln kann man eigentlich verzichten. Also ja, bin ich nicht so der Freund von. Ja, machen wir weiter. Und ja, da kommt hier unten etwas Oranges zum Vorschein. Und das ist, ja, ein Rucksack in, ja, ganz im Ernst, also sowas kann man verzichten. Nee, sowas, ja. Also das ist wohl das unnötigste Teil von dieser ganzen Box. Also sorry Leute, aber also das möchte ich auch niemandem weitergeben, ne? Weil das ist so billig verarbeitet. Also mal ganz im Ernst, es ist so billig verarbeitet. Ich schau mal, ob ich es euch zeigen kann. Seht ihr das? Also es ist ja richtig billig, ne? Also, sorry, Leute. Nee. Also, nee, oder? Ist das... Nee. Also, nee. Ja, das Ding, ganz im Ernst, das kommt so, wie es ist, in Plastik. Also, das ist so eine Verschwendung. Ja. Weil hier ist ja auch schon ein Loch drin. Sehe ich... Ach, Leute. So ein Klump. Also über sowas in so Boxen könnte ich mich echt aufregen. Mal ganz im Ernst. Es ist ein netter Gedanke, aber ganz im Ernst. Das ist kein richtiger Rucksack, mit dem kann man nichts anfangen. Kann man sich meiner Meinung nach sparen. Lieber tut man noch irgendein sinnvolles Produkt rein oder so. Oder lässt es dann einfach ganz weg. Also, nee. Nee, nee, nee. Ja, dann kommen wir noch zu einem Produkt und das ist dann wohl das letzte. Das liegt jetzt ganz unten. Ja, das ist jetzt so eine Tasche, mit der kann man schon mehr anfangen, weil die schließt wirklich dicht ab und die kann man hier öffnen und ja, was ich mir jetzt gut vorstellen kann, wenn man jetzt schwimmen geht oder so, dass man da praktisch einen Bikini oder Badeanzug reintut, damit der ganze Rucksack nicht so nass ist oder dass man einfach Produkte reintut, die nicht auslaufen sollen. Finde ich jetzt, ja, das sowas finde ich wieder einigermaßen sinnvoll. Okay, ich muss nur gleich rüber. Nee, also sowas finde ich auf jeden Fall einigermaßen sinnvoll. Stop talking, start walking, ja, kann man brauchen. Okay, meine Lieben, das waren jetzt alle Produkte aus der aktuellen Shapebox. Und ich muss echt sagen, das ist so die letzte Box, die geblieben ist. Und ich muss sagen, ich glaube, ich behalte die. Also ich hatte ja wirklich schon überlegt, dass ich die auch abbestelle. Aber die kommt alle 3 Monate oder alles. Nee, alle 3 Monate. Also 4 Stück im Jahr gibt's. Und ja, bis jetzt finde ich eigentlich die Box immer sehr, sehr gut. Wie gesagt, das eine Produkt kann man meiner Meinung nach drauf verzichten. Also sowas braucht man nicht. Ich nicht. Und ich glaube, andere werden damit auch nicht lange glücklich sein. Ja, aber so an sich eine ganz coole Box. So wirklich ein Highlight der Box, ja, gibt es jetzt nicht. Also muss ich jetzt sagen, also finde ich jetzt, ja, es ist eine schöne Box, es sind coole Produkte, aber jetzt so wirkliches Highlight habe ich jetzt nicht dabei. Ja, aber ansonsten, coole Box, wie gesagt. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, wie ihr die Produkte aus dieser Box fandet. Oder was ihr jetzt vor allen Dingen zu dem Rucksack sagt, ob ihr sagt, das ist wow, voll sinnvoll oder ob ihr sagt, nee, also ich hätte es auch nicht gebraucht. Ne? Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss!